Also, wir können uns nicht vorstellen, dass die einen Glauben daran hatten. Na, ich glaube eher, dass was, oder wir glauben eher daran, dass sie Lust hatten, Kinder zu quälen. Das hat was mit Macht zu tun. Einfach Macht über einen Menschen. Unser Stiefvater war Dachdecker, war dann wieder arbeitslos. Unsere Mutter war eine Hausfrau, und hat auch viel getrunken. Und sie haben natürlich auch eine Menge Geld dafür gekriegt, ne? Uns da abzuliefern oder wie auch immer. Ne? Wir mussten uns ja auch prostituieren, wurden da in so ein Hochhaus und so gebracht. Dafür haben die halt Geld gekriegt, ne? Und nicht gerade wenig. Es gibt so etwas wie rituellen sexuellen Missbrauch. Es gibt so etwas wie organisierte Strukturen, ja, die Kinder in ihren Strukturen halten, ja, sie bedrohen und sie verhökern an andere. Deswegen ist es wichtig, dass in der Gesellschaft darüber gesprochen wird, dass darüber berichtet wird. Ich glaube, wir kommen nicht drum herum, uns mit in dieser Gesellschaft damit auseinanderzusetzen. Dass es das gibt, dass so viel Zerstörung passiert, dass Kindern so Schlimmes angetan wird und dass sie auch in sich gar nicht mehr wissen, wo sie hin sollen, wenn gar niemand, also multiple wird man nicht, wenn noch sichere Bindungspersonen um einen rum sind. 7 Persönlichkeiten, die in einem Körper wohnen. Ein Leben mit dissoziativer Identitätsstruktur. Ja, also ich bin Niki. Also ich bin Gina. Ich heiße Burkhard. Also ich bin der Toni. Also ich bin die Nino. Die Nikis sind das Zeugnis jahrelanger Gewalt und Folter. In Bildern und Tagebucheinträgen verarbeitete die heute 59-Jährige die traumatischen Erlebnisse in einem religiösen Kult, in dem auch ihre Eltern sie sexuell ausbeuteten und folterten. Aus den Einträgen sprechen verschiedene Innenpersonen über Strukturen, denen sich Kinder in unserer Gesellschaft immer wieder ausgeliefert sehen, in organisierter und ritueller Gewalt. Von rituell sprechen wir ja, wenn quasi eine Ideologie ummantelt wird um das Gewaltgeschehen. Ja? Eine religiöse oder pseudoreligiöse, eine politische im Bereich faschistische Ideologie oder eine Rassentheorie oder was auch immer. Ja? Ne? Also meistens sind das Pseudotheorien, ja? Die darum gelegt werden, die dem Ganzen ein gewisses Brimborium verleihen, die dem Ganzen eine sehr spezielle Struktur verleihen, die den Beteiligten an diesem rituellen Gruppen und Treffen den Status von etwas Besonderem verleihen und natürlich die hoch verschwiegen sind. Ja? Sehr exklusiv, sehr verschwiegen. Die machen sich eine eigene Ideologie und die hat immer etwas damit zu tun, wir sind die eigentlichen Herrscher der Welt, diese helle Gesellschaft ist lächerlich, wir sind die eigenen Herrscher, wir übernehmen auch die Herrschaft. Wir können über Leben und Tod entscheiden. Wir fürchten weder den Tod noch Schmerzen. Wir bilden unsere Leute zu eiskalten Killern aus. Das ist leider ein Bestandteil in manchen Bereichen, nicht in allen, aber in manchen Bereichen. Das muss uns auch fürchten. Das sind zutiefst antidemokratische Strukturen. Und ich sage immer im Bodensatz, ist diese ganze organisierte sexuelle Ausbeutung faschistoid. 2006. Paul Schäfer und weitere KomplizInnen werden zu 33 Jahren Haft verurteilt. Jahrelang wurden Kinder in seiner christlichen und faschistischen Sekte Colonia Dignidad vergewaltigt und gefoltert. 2018. Beate Zschäpe wird als Mitglied des NSU zu lebenslanger Haft verurteilt. Im ausgebrannten Wohnmobil des NSU-Trios wurden Spielsachen und Kinderschuhe gefunden. Auf dem Computer von Beate Zschäpe wird pädokriminelles Material gefunden. Hinweise darauf, dass das NSU-Trio selbst in pädokriminelle Netzwerke verwickelt war. Und die Tätergruppe ist wirklich wie eine Art Familie. Da gibt es auch zwischendurch nette Sachen. Da gibt es Geld, da gibt es Eis, da gibt es, ja, irgendwie machen die auch Ausflüge. Oder irgendwie, ja, machen Jugendzeltcamp oder so. Ne? Wir sehen ja die Verbindungen zwischen Rechtsradikalen übrigens, ja, faschistischen Gruppen und diesen sexuellen Gewaltgruppen. Ja? Also so dass diese ganzen Strukturen, die sind schön zusammen vermengt und dann ist das Kind, die Jugendliche oder so in Zusammenhängen oder auch der Jugendliche, der als Kind missbraucht wurde, und denkt, das ist ganz normal, das ist meine Gruppe.
Und die Gesellschaft da draußen, das sind blöde, böse, doofe Leute. Es gibt wenig Untersuchungen dazu. Ja? Es gibt keine repräsentativen Daten dazu, die kann es gar nicht geben. Ja? Wir haben ja auch keinerlei Vergleichsmöglichkeiten. Aber es gibt immer, und ich lege mich ungern auf Zahlen fest, weil die alle vorläufig sind. Ja? Aber es gibt einen nicht unerheblichen Anteil von Betroffenen von sexuellem Kindesmissbrauch, die über solche Formen berichten. Und wir haben hier aber auch Schnittstellen, das heißt, es gibt eine Unschärfe zwischen organisiertem sexuellem Kindesmissbrauch und rituellem sexuellem Kindesmissbrauch. Wir haben ja unterschiedliche Formen von organisierten Strukturen hier, ne? Im Grunde haben alle diese organisierten Strukturen die Familie als Hintergrund. Das ist etwas, was man überhaupt nicht vergessen darf. Man kann nicht einfach Kinder in irgendeine Gruppe einbinden und sexuell missbrauchen, ohne dass die Herkunftsfamilie dabei eine unterstützende Rolle spielt. Und das gilt auch und sehr stark für den rituellen Bereich. Wir haben aber auch andere Formen von rituellem Missbrauch, wo es darum geht, dass zum Beispiel aus einer Familie heraus Kinder an den Bekanntenkreis weitergereicht werden, gegen Geld zum Beispiel oder andere Gefälligkeiten. Ja? Das ist auch eine Form von organisiertem Missbrauch. Oder dass bestimmte Kreise von zum Beispiel Kollegen oder Leute, die einer gleichen Gruppierung angehören, ja, zwischen sich Kinder hin und her reichen. Ne? Und in letzter Vergangenheit sind ja auch sehr deutlich geworden die organisierten Strukturen, die über das Internet möglich sind. Ne? Wie dort auch zum Teil auch unter Leuten, die sich überhaupt nicht kennen, ja? Kinder in organisierte Strukturen hineinvermittelt werden, um missbraucht werden zu können. Ich glaube, wir haben nicht den einen Fall, der alles perfekt erklärt. Aber wir haben in fast allen Fällen Hinweise auf mal das eine, mal das andere. Und das heißt, wir haben sowohl Kindstötungen bewiesen, wir haben extreme Gewalt bewiesen, wir haben Foltermethoden bewiesen. Alles einzeln, aber nicht alles, es kommt nicht alles in einem Fall zusammen. Und deswegen hält sich so hartnäckig dieser Satz, das gibt es nicht. Rückblick. Der Kinderschänder Marc Dutroux. Als er im August 2004. Marc Dutroux und drei seiner KomplizInnen werden verurteilt, weil er über Jahre hinweg Mädchen und junge Frauen in Belgien entführte, vergewaltigte, folterte und tötete. Bei Hausdurchsuchungen fand die Polizei unzählige Videokassetten mit pädokriminellem Inhalt. 2019. Gegen Andreas V. aus Lüchte im Kreis Lippe, NRW und zwei weitere Männer wird wegen schwerem sexuellen Missbrauch, Anstiftung und Beihilfe ermittelt. Über 10 Jahre habe er auf einem Campingplatz über 40 Kinder systematisch vergewaltigt. Im Laufe der Ermittlungen werden tausende Bild- und Videodateien an Missbrauchsmaterial gefunden. Bei einem weiteren Fall aus Bergisch Gladbach haben die ErmittlerInnen offenbar Material sichergestellt, das in Lüchte entstanden sein soll. Ein Einblick in verwobene TäterInnenstrukturen durch pädokriminelle Netzwerke. Es gibt diese ganzen Fälle, und trotzdem bleibt immer wieder diese Frage, kann doch nicht sein, wenn es das gäbe, dann wüssten wir das doch. Und ich glaube, wir wissen es eigentlich, wir wollen eben nur nicht hingucken. Ich halte das persönlich eher wirklich für organisierte Gewaltstrukturen, die auch einen großen Umfang haben. Also nach dem, was mir die Mandantinnen berichten, gibt es wirklich weit verzweigte Täterkreise, die zusammenarbeiten. Es gibt sehr häufig Videos und Fotos, die hergestellt werden, die ausgetauscht werden untereinander, die angeblich im Darknet gehandelt werden. Und diese Beweismittel sind natürlich auch Beweismittel, die Täter stark machen, weil sie damit natürlich auch die Frauen in der Hand haben. Im Inneren, das ist ja organisierte Kriminalität, sind so familiäre Strukturen. Und dann immer weiter nach außen sind dann äußere Strukturen, ganz außen sind die Kunden. Und diese Kunden, die Geld haben, die dürfen dann mal ein Mädchen über dem Grill rosten, wie sie das dann zum Beispiel nennen, also irgendwelche brutalen Sachen machen. Manche fragen auch, ob sie bis zum Ende gehen dürfen. Dafür gibt es einen Markt im Internet. Auch die Nikis berichten von Film- und Fotoaufnahmen, während Vergewaltigungen und Ritualen. Das ist in der Tat immer eine große Sorge, die die Mandantinnen haben. Sie berichten häufig davon, dass sie selbst schlimme Straftaten begangen haben. Da habe ich dann auch mal versucht nachzuforschen, habe aber nie Beweise gefunden. Dennoch ist diese Angst in den Mandantinnen
groß, dass wenn sie etwas zur Anzeige bringen, dass dann auch ihre eigenen Tatbeiträge von der Staatsanwaltschaft angeschaut werden. Und da gibt es aus meiner Sicht dann aber bei Personen mit dissoziativer Identitätsstörung das Problem, dass die möglicherweise gar nicht schuldfähig waren im Zeitpunkt der Taten. Wenn sie gezwungen wurden, in irgendwelchen Zusammenhängen anderen was zu tun, das Spektrum ist wirklich groß, ja? Also sie mussten ein anderes Kind aussuchen, das gequält wird. Sie mussten dieses Kind selber dem was tun. Dann kriegen sie immer gesagt von den Tätern, du bist böse. Einerseits werden sie gezwungen und vielleicht wird das sogar in unterschiedlichen Teilidentitäten, dass dem einen Kind sagte, toll, du hast das gut gemacht, dass du jetzt dieses Kind so abgerichtet hast, das hast du richtig gemacht. Dem anderen Kinderanteil sagen sie, was bist du für ein böses Kind? Du hast ja den Teufel im Leib. Nur wir haben dich unter Kontrolle. In dieser Gesellschaft wirst du verurteilt. Wir haben dich gefilmt, da gibt es jetzt ein Video von. Wenn das die Polizei kriegt, dann kommst du ins Gefängnis. Die sind voll mit Schuldgefühlen, mit Entsetzen, zu was sie alles genötigt wurden. Und viele denken, ich muss das gewollt haben. Ich bin ganz schrecklich, ich bin ein ganz furchtbarer Mensch. Und das schmiedet sie wieder mehr an die Tätergruppe. Ich habe schon die unglaublichsten Geschichten gehört, die ich nicht glauben wollte und auch nicht glauben konnte, weil es wirklich so schrecklich klang. In sehr vielen Fällen gibt es beispielsweise ärztliche Atteste, die beweisen, dass den Frauen in den Fällen wirklich schlimme Gewalt widerfahren ist. Ich habe eine Mandantin, die hat immer wieder in ihren Geschlechtsorganen schlimmste Verletzungen gehabt und durch Besuche in Krankenhäusern wurden dort auch Scherben beispielsweise rausoperiert und die Ärzte gehen davon aus, dass das nicht selber zugefügt worden sein kann, diese Verletzungen, sondern dass das tatsächlich eine Dritteinwirkung gewesen sein muss. Also natürlich ärztliche Atteste sind immer ein toller Beweis. Dann gibt es ganz häufig schon alte Therapieberichte aus der Kindheit von Mandantinnen, aus denen man vieles herauslesen kann, wenn man so etwas zu lesen weiß. Und letztlich mache ich mir aber auch immer ein sehr genaues persönliches Bild von den Mandantinnen. Viele Leute, die zu uns kommen, da sehen wir die über längere Zeit und wir merken ganz genau, ja, das ist dieser Person passiert. Ja, es gibt auch externe Validität über Geschwister, Freunde, eine Tante hat es bestätigt, der Kinderarzt hatte entsprechende Aufzeichnungen und. 1991 wird den Nickys in einem therapeutischen Gutachten eine multiple Persönlichkeit diagnostiziert. Dass es infolge des sexuellen Missbrauchs im Kleinkind- und Kindesalter zur multiplen Persönlichkeitsspaltung gekommen sei. Versucht doch mal, euch in diese Betroffene hineinzuversetzen. Warum sollte sie sich das ausdenken? Ne? Was hat sie davon? Ne? Diese schweren Misshandlungen, und bei vielen sieht man das ja auch, die ganzen körperlichen Geschichten. Ne? Man sieht die Narben, man sieht, dass die im Rollstuhl sitzen und solche Sachen. Und die haben ja auch ihre Schwerbehinderung. Wir haben keine Gebärmutter mehr, wir haben wir haben nur noch einen Eierstock. Wir haben den Dickdarm nicht mehr und haben unheimlich viele körperliche Schmerzen. Also durch diese ganzen Verspannungen haben wir diese Fibromyalgie entwickelt, sodass wir unheimliche Muskelschmerzen haben und müssen halt einfach auch Medikamente nehmen. Als wir 2001 ja unseren Film gemacht haben, Höllenleben mit Liz Wiskerstrauch, hatten wir ja auch nochmal eine Anzeige gestartet, auch diese Selbstanzeige, weil wir ja bei dieser Kindstötung dabei waren und selbst Hand anlegen mussten, war es auch schwierig. Ganz, ganz schwierig, weil wir hatten keine Beweise, dass wir schwanger waren, weil wir keine Gebärmutter mehr haben. Wir konnten das einfach nicht beweisen. Es wurde ermittelt, klar. Die Akte war 10 Jahre offen. Der Staatsanwalt hat
gesagt, er kann nichts Gegenteiliges beweisen. Deshalb bleibt die Akte offen. Aber nach 10 Jahren hat er sie geschlossen. Und das ist für uns auch in Ordnung. Ne? Es hat uns einfach auch ein Gefühl gegeben, da glaubt uns einer. Er lässt 10 Jahre die Akte offen und ermittelt immer wieder. Und das war schon ein gutes Gefühl. Für uns war es so, dass die Öffentlichkeit uns geschützt hat. Nach Ausstrahlung von Höllenleben hatten wir panische Angst. Wir hatten wirklich panische Angst, dass wir umgebracht werden, weil die Täter da immer mit gedroht haben. Das mit der Sicherheit ist ein großes Problem. Also viele sprechen also aus sehr guten Gründen nicht darüber, ja? Und gehen nirgendwo hin und reden mit niemandem darüber oder sehr, sehr lange Zeit nicht, weil die Bedrohungslage anhalten kann. Ne? Das sind diejenigen, die das getan haben, das sind Personen aus ihrem nächsten Umfeld gewesen. Ja? Und die haben allen Grund, Druck auszuüben, um sich selbst zu schützen. Ne? Und die unter Betroffenen wird von einer Form der Beeinflussung und Konditionierung gesprochen, die sie Programmieren nennen. Dass man bei bestimmten Sachen reagiert. Also es gibt ja ein Selbsttötungsprogramm, es gibt Verletzungsprogramme, dass man sich selbst verletzt und solche Sachen. Und am Schluss machen die Täter das meistens so, dass sie dafür bestimmte Signale setzen. Zeichen, bestimmte Musik, Worte, Buchstaben, Buchstabenzahlen, Kombinationen. Sätze, irgendwelche inneren Reime. Und auf diese Codes reagieren die Opfer dann automatisiert, indem sie eine bestimmte Teilidentität nach vorne katapultiert haben. Da können die in ihrem Altersbewusstsein gar nichts gegen machen. Ich habe das schon mal gehört, dass Leute sich über die Augenbraue wischen als Gegenüber. Und sofort war ein bestimmtes Zeichen. Oder dass sie so den Finger vor den Mund legen und sofort was schweigen. Das kann man alles konditionieren. Nicht wenige berichten davon, dass sie das erlebt haben, dass also quasi von frühester Kindheit ein Einfluss auf sie genommen wird, ja, damit sie gehorchen. Ne? Und Konditionierung ist etwas, was funktioniert. Und Konditionierung ist auch etwas, was man nicht einfach loswerden kann. Ja? Und wenn diese Konditionierung noch funktioniert, dann hat das Täternetzwerk und Täterinnennetzwerk immer noch Zugriff auf die Person. Und das ist etwas, was man nicht unterschätzen darf. Ne? Also das ist eine bestimmte Ausprägung von einer Bedrohungslage, also wo Kontrolle weiterhin versucht wird aufrechtzuerhalten über diejenigen, die als Kind in diesen Gruppen waren, ne? Damit sie eben nicht sprechen. Ja? Und von daher, das ist alles nicht so einfach. Ne? Dass die Struktur nach außen hin harmlos aussieht, das weiß jeder. Jeder weiß, dass es in dieser Gesellschaft Regeln gibt. Und man will, wenn man zum Beispiel ein Kind dann auch noch vielleicht verkauft, ja, oder sonst wie zur Verfügung stellt für andere oder selber ständig missbrauchen will, dann will man, dass nach außen hin man das Kind behalten kann. Also muss man eine Fassade aufrechthalten von wir sind alle eine freundliche, gute, gesunde Familie. Also unsere Sportlehrerin ist das ja damals aufgefallen, aber nur dadurch, dass wir so stark misshandelt worden waren und sie uns am Rücken gefasst hatte. Und da kam Blut raus und wir haben uns so zusammengezogen. Und dann hatte sie das Jugendamt informiert. Und dann sind wir ja auch zu einer Pflegefamilie gekommen. Doch das bedeutete für die Nickys nicht der Ausstieg aus dem Kult. Betroffenen wird es schwer gemacht, auszusteigen. Sogenannte täterhörige oder täterloyale Innenpersonen und jahrelange Programmierung machen ihnen den Ausstieg schwer. Sehr häufig ist es natürlich so, dass die Frauen, die zu mir kommen, sich auch nach wie vor noch in diesen Kreisen bewegen. Sie sprechen immer davon, dass sie noch geholt werden oder dass sie auf irgendwelche Trigger reagieren und sich teilweise auch selbstständig zu irgendwelchen Tätern begeben. Und da gibt es auch immer sehr viele loyale Anteile in diesen geschädigten Personen. Die einen tun es vor lauter Angst. Wenn ich da nicht hingehe, dann kommen sie und holen mich und bestrafen mich ganz furchtbar. Also mache ich es. Oder dass sie denken, das tut mir gut, das brauche ich, weil die Täter reden denen ein, das willst du doch, das gefällt dir doch.
Immer wieder müssen die Nickys in Therapie lernen, sich für ein neues Leben zu entscheiden. Also ich bin von Anfang an sehr vorsichtig umgegangen damit. Und das Allerwichtigste ist aus meiner Sicht, dass man wirklich die Frauen auf Herz und Nieren prüft, ob die überhaupt in der Lage sind, ein solches Strafverfahren durchzustehen. Weil ein Strafverfahren für Geschädigte bringt enorme Probleme mit sich. Es gibt eigentlich keinen Schutz für diese Frauen. Häufig, wenn es um schwerwiegende Sachverhalte geht, die sie schildern, wäre es gut, Zeugenschutzprogramme zu haben für diese Frauen. Ein Zeugenschutzprogramm setzt aber beispielsweise voraus, dass der Beitrag, den sie bringen zu diesem Thema, dass der sehr gewichtig ist. Und das weiß man im Vorfeld immer gar nicht bei diesen Frauen. Und noch dazu sind die Mandantinnen häufig so schutzbedürftig, dass man die gar nicht alleine in ein Zeugenschutzprogramm lassen kann. Das setzt voraus, Zeugenschutzprogramm setzt voraus, dass sie brechen mit sämtlichen früheren Kontakten. Und das halten meine Mandantinnen in den allermeisten Fällen nicht durch. Also für die Polizei mit DIS-Patienten umzugehen, ist schwierig, weil die Personen wechseln. Ne? Also weil viele sind doch nicht so stabil wie wir jetzt. Ne? Also die zwitschern andauernd. Ne? Die wechseln von einer Person zur anderen und damit kann die Polizei auch gar nicht umgehen. Wie soll das funktionieren, wenn dann auf einmal eine Person rauskommt und was erzählt, was so gar nicht stimmen kann? Ne? Weil das eine täterhörige Innenperson ist, die kommt dann raus und erzählt der Polizei irgendeinen Blödsinn. Auch ja? Die Erinnerung spalten sich. Ja, auch die Erinnerung. Weil die täterhörigen Innenpersonen ist ja, die wurden von den Tätern erstellt. Und die machen natürlich alles, um die Täter zu schützen. Das heißt, die sind als Opferzeuginnen unbrauchbar in der Regel. Und wenn sie dann noch einem Gutachter ausgesetzt sind, der sie auf die Kohärenz der Aussagen hin über viele Stunden prüft, dann sind diese Klienten verloren, weil die sich ständig widersprechen, Aussagen zurücknehmen, Aussagen ergänzen. Und deswegen werden meistens diese Anzeigen nicht sehr weit führen. Deswegen sagen wir, du sollst dir überlegen, wenn du anzeigst, wann du anzeigst. Und dann ist wieder das Problem, wenn es dann vor Gericht heißt, ja, haben Sie denn Psychotherapie oder Traumatherapie gemacht? Ja, dann gilt das, ich finde, aus unerfindlichen Gründen, juristisch, als eine Beeinflussung. Es ist ja so schon nicht einfach, über sexuelle Gewalt in Kindheit und Jugend zu sprechen. Ne? Weil man gibt so viel von sich preis, ja? Weil man macht sich ungemein verletzlich, wenn man das sagt. Ne? Es geht ein starkes soziales Stigma damit einher. Ja, mit Opfer dieser Gewalt geworden zu sein. Ja. Und es ist eine starke persönliche Entblößung, wenn man sagt, was passiert ist. Weil es schwer erträglich ist für viele Menschen, ja, gibt es dann natürlich für die Betroffenen zu wenig gute Angebote, ja, zu wenig Information. Und diejenigen, die hier Angebote machen, sind dann zum Teil selbst professionell diskreditiert, ne, weil Kolleginnen und Kollegen sagen, was lässt du dich denn auf diesen Hokuspokus ein? Wir sollten sie erstmal erkennen, diejenigen, die gefährdet sind. Das sind diejenigen, die meistens bei den Mädels die Stillen im Lande, bei den Jungen, die zwischen Depression und Aggression wechseln und sehr schnell eine ADHS-Diagnose dann bekommen. Also die auffällig sind, weil sie entweder sehr, sehr still und super überangepasst und zu Hause ist es aber überhaupt nicht gut. Diese Kinder müssen wir uns angucken. Dann sollten wir auf jeden Fall denjenigen, die anfangen, uns was zu erzählen, weil die haben gar nichts davon. Die Leute laufen in der Regel davon. Die meisten, wo die als Therapeuten oder Berater hingehen, sagen, oh, das kann ich nicht, gehen Sie woanders hin. Ja? Oder das ist mir zu schwierig oder solche Patienten können wir hier nicht behandeln. Also die machen das nicht, weil sie sich interessant machen wollen, überhaupt nicht, die meisten nicht. Es gibt immer ein paar durchgeknallte Leute, aber die in der Regel ist es so, dass die Leute wirklich in extremer Not sind und wir sollten ihnen glauben. Wir sollten uns neben sie setzen und ihnen zuhören. Wir machen jeden Sonntag eine innere Konferenz. Das
haben wir in der Therapie gelernt. Und zwar sitzen wir dann im Kreis, ne, und reden dann über die Woche, wie was passieren kann. Wer mal was anderes machen möchte, wer auf den Weihnachtsmarkt möchte oder auf eine Kirmes oder solche Geschichten. Das ist ja immer ganz wichtig. Also ne? Ihr nehmt auch untereinander Rücksicht. Ja, müssen wir. Weil wir das Gefühl haben einfach, dass wenn man Innenpersonen ignoriert, dass das nicht funktioniert. Dann rebellieren die wieder. Dann kriegt man halt wieder Zeitverluste oder sonst irgendetwas. Und das wollen wir auf gar keinen Fall mehr. Ne? Das hatten wir früher genug. Wir machen ganz viel Sport durch, damit wir auch uns vernünftig bewegen können. Ne? Also wir gehen zweimal die Woche in ein Fitnessstudio. Dann haben wir Wassergymnastik. Und ansonsten natürlich viel unser Verein Lichtstrahlen, ne? Oldenburg e.V. Also da und die Selbsthilfegruppe einmal im Monat. Die leiten wir so ein bisschen an, aber sonst machen wir es so, dass wir über Alltagsgeschichten reden. Also wir reden nicht über Therapie, das ist ein No-Go in einer Selbsthilfegruppe. Und das Schöne ist immer, wir wechseln immer ab, dass wir dann auch mal einen Samstag, wenn wir uns treffen, dass die Innenkinder raus können. Entweder wird gebastelt oder wir spielen. So wie jetzt im Dezember backen wir hier wieder und das macht schon ganz viel Spaß. Es nutzt nichts, wenn jetzt in Berlin zwei Verfahren gelaufen sind, vielleicht in Köln zwei Verfahren und keiner die Verbindungen herstellen kann. Da kann ich inzwischen aufgrund der Erfahrung, die ich gesammelt habe, kann ich sagen, Mensch, das klingt komisch, das passt zusammen. Da können wir mal gucken, ob sich Täterkreise irgendwie überschneiden. Aber es wäre wirklich wünschenswert, wenn da strukturell etwas passieren würde und es ja, Schwerpunkt Staatsanwaltschaften beispielsweise gäbe, die solche Fälle sammeln. Und die Strafverfolgungsbehörden müssen sich von der Aussagepsychologie verabschieden. Das heißt, dass Aussagen immer kohärent, über lange Zeiträume kohärent sein müssen und dass man nicht in Therapie sein darf. Das ist großer Blödsinn. Ja? Das muss aufhören. Wir müssen die Kinder und Jugendlichen und die Erwachsenen therapeutisch betreuen, weil die in großer Not sind. Und die müssen ihre Aussagen auch erstmal völlig chaotisch machen dürfen, mit der Maßgabe, dass sie nach und nach ergänzen oder präzisieren. Was sich da breit gemacht hat in der Justiz, ist ein völlig lebensfremdes Bild von wahrheitsgemäßer Aussage. Das ist etwas ganz Wichtiges, was wir verändern müssen. Da muss in der Justiz ein mehr Bewusstsein von dieser Thematik von Dissoziation oder fragmentierter Erinnerung überhaupt. Ja? Wenn man schreckliche Sachen erlebt hat, hat man immer fragmentierte Erinnerungen. Ja? Das muss mal, ich sehe das auch, wenn ich mit Richtern in der Richterakademie Fortbildungen mache, dann denken die immer, naja, also ob man das so glauben soll und finden mich so ein bisschen naiv. Und am Ende des Tages wissen sie, wie naiv sie sind. Im Rahmen unserer Arbeit der Kommission zur Aufarbeitung von sexuellem Missbrauch führen wir Anhörungen durch. Das heißt, von sexueller Gewalt in Kindheit und Jugend betroffene Menschen, Frauen und Männer kommen zu uns, wenn sie daran Interesse haben, und wir hören ihre Geschichte an. Und wir fassen diese Geschichten dann zusammen und bringen das Ganze in die Öffentlichkeit, damit diese Stimmen gehört werden. Und wir haben im Laufe der ersten 3 Jahre unserer Tätigkeit 28 Anhörungen zum Kontext organisierte Strukturen durchgeführt und davon rituelle organisierte Strukturen durchgeführt, ja, und zusätzlich noch 14 schriftliche Berichte bekommen von Personen, die uns ihre Geschichte aufgeschrieben haben. Ja. Und das sind keine unerheblichen Zahlen, weil man muss ja immer bedenken, was für eine große Schwelle vor dem steht, dass man das überhaupt sagt. Was es noch zu bedenken gibt, aus meiner Perspektive als Soziologin, das ist, was sind die sozialen Folgen? Und damit haben wir es zu tun mit Menschen, die aufgrund der Belastungen zum Beispiel, ja, keinen großen beruflichen Erfolg erzielen konnten, ja, weil sie gelitten haben unter einem stark beeinträchtigten Selbstwert, ja, weil der ist ihnen genommen worden als Kind. Ja. Wenn dir immer gesagt wird, du bist der letzte Dreck, ja, dann reüssierst du nicht gerade im Studium. Ja. Dann ist die Frage, kommst du überhaupt bis dahin? Ja.
wenn Leute immer wieder krank waren, ja, oder immer wieder rein und raus gegangen sind in stationäre Therapie, weil sie schon wieder an der Schwelle des Suizids standen, ja, dann haben die keine guten Berufsbiografien. Ja, dann sind die ab einem gewissen Lebensalter entweder nicht mehr gut arbeitsfähig, ja, oder ein paar Jahre später in Altersarmut. Ne? Und das ist etwas, was Gesellschaft bislang vollständig verkennt. Viele Betroffene sitzen in einer Einzimmerwohnung und überlegen, ja, wie kann ich jetzt mein Medikament bezahlen? Oder wie kann ich überhaupt noch Therapie machen? Da muss es Ausnahmefälle geben. Der Fonds ist schon toll, den es da gibt in Berlin. Wir sind davon auch total begeistert und haben das auch erhalten. Aber es dauert zu lange. Da ein Jahr auf einen Antrag zu warten oder 2 Jahre, das geht nicht. Das geht nicht für Menschen, die schwer traumatisiert worden sind. Wir haben eine Erwerbsmindertenrente mittlerweile. Wir dürfen nur noch 5 Stunden am Tag arbeiten. 5 bis 6 Stunden, 3 bis 6 Stunden so. Und arbeiten in der Woche 24 Stunden noch. Also Vollzeit geht gar nicht mehr. Das schaffen wir gar nicht mehr. Das sind nicht irgendwelche merkwürdigen und ganz anderen Leute, das sind Menschen wie du und ich, und denen ist das passiert, ja, und die leben weiter und die leben mit ihren Belastungen, ja, und die versuchen mit ihren Belastungen klarzukommen, und je besser wir sie unterstützen, ja, und je besser wir dafür sorgen, dass das Unterstützungssystem, was existiert, gut ausgebaut und gut finanziert wird und dass Therapien zugänglich sind, ja, und dass die auch kostenfrei zugänglich sind, das wäre etwas Wichtiges.